Heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen aus der Ostukraine, genauer aus dem Oblast Donetsk. Und die E-Mail war von Igor Kovalenko, Schachgroßmeister Igor Kovalenko, Top 100 Großmeister Igor Kovalenko, der ein Foto mitgeschickt hat, das zeigt, unter welchen Umständen er gerade Schach spielt. Kovalenko ist unlängst in die Schlagzeilen geraten, weil er vom Präsidenten Zelensky ausgezeichnet worden ist für Tapferkeit und Heldentum. Er hat einen Orden verliehen bekommen und es kursierte ein Foto von ihm mit dem Präsidenten. Und ich habe natürlich über seinen Bundesliga-Verein, den SC Viernheim, sofort mit ihm Kontakt aufgenommen und geguckt, ob es mir gelingt, ein bisschen eine Stimme von ihm einzufangen und ihn dazu zu bewegen, zu erzählen, unter welchen Umständen er gerade lebt und wie es ihm geht. Und glücklicherweise ist mir das gelungen. Also ihr könnt ein Interview mit Igor Kovalenko erwarten. Das habe ich schon seit 3-4 Tagen hier liegen. Ich wollte halt nur noch auf Fotos warten. Er hatte gesagt, er schickt Fotos vom Einsatzort, die ein bisschen veranschaulichen all das, was er erzählt und beschreibt, auf sehr, sehr eindrückliche Weise, wie ich finde. Igor Kovalenko war Schachprofi und angehender Priester vor 2 Jahren, lebte in Kiew. Dann kam der russische Überfall auf die Ukraine und er hat sich sofort als Freiwilliger gemeldet, hat Leute mit Lebensmitteln unterstützt, da diverse freiwillige Tätigkeiten ausgeübt und ist dann seit April ist er tatsächlich regulärer Soldat und seitdem auch an der Ostfront im Einsatz in der Nähe von Donetsk. Seine Einheit ist damit beschäftigt, unbemannte gegnerische Flugkörper abzuwehren, Drohnen, Raketen, ich weiß es nicht genau. Da ist er nicht ins Detail gegangen, weil ich annehme, dass er da nicht im Detail viel sagen darf. Jedenfalls ist er da durchgehend tief unter der Erde und findet trotzdem die Gelegenheit, Schach zu spielen. Er sagt, das ist für mich eine ganz wichtige Ablenkung, die mich so ein bisschen aus meinem Trott rausholt. Und das mache ich auch auf Kosten von Schlaf, denn er hat nur so sozusagen 6 Stunden frei, in denen er schlafen kann. Und von diesen 6 Stunden knipst er sich dann seine Schachzeit ab und spielt regelmäßig auf chess.com die Title Tuesdays oder die Qualifier für die Champions Chess Tour. Da sehen wir heute eine Partie. Er hat auch gestern am Dienstag einen Qualifier mitgespielt, allerdings nicht so super erfolgreich. Der im Juni lief deutlich besser. Da hat er unter anderem Kramnik geschlagen. Wir sehen heute eine Partie gegen Yu Yangyi, die chinesische Nummer 2, die ich ganz eindrücklich fand. Da hat er auch gegen Magnus Carlsen gespielt, verloren allerdings. Die wollte ich erst zeigen, aber die Partie war nicht so toll. Da habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich glaube, dass das nicht so schlimm ist, wenn man unter den Umständen, die wir eben gesehen haben, mal gegen Magnus Carlsen eine Partie verliert. Aber die Partie war nicht so toll. Da habe ich mich für die von gegen Yu Yangyi entschieden. Und ich möchte aber erst jetzt eine Partie von ihm kommentieren, bevor ich das Interview veröffentliche, denn da werde ich dann dieses Video einbinden. Also ihr findet das auf schachbundesliga.de, vielleicht noch am heutigen Dienstag, ansonsten am Mittwoch und sehr bald dann auch auf den Perlen. Soviel zur Vorrede. Igor Kovalenko gegen Yu Yangyi. Qualifier für die Champions Chess Tour, fürs Hauptturnier der Champions Chess Tour, gespielt am 12. Juni. Und die gucken wir uns jetzt mal an. Igor Kovalenko eröffnet mit D4, das tut er sehr häufig. Ich habe übrigens auch mal gegen den gespielt, im Fernschach. Das ist auch schon einige Jahre her, als Fernschach noch Sinn ergab. Da hat Igor Kovalenko Fernschach genutzt, um seine an seinem Eröffnungsrepertoire zu feilen. Und da trafen wir auch mal aufeinander. Und seitdem weiß ich, dass Igor Kovalenko so sich mit allem, was geschlossen ist, geneigt ist. Hier spielt er erstaunlicherweise die slawische Abtauschvariante. Und das gilt ja so ein bisschen als Klammer- und Remis-Eröffnung aus der weißen Perspektive, weil ja die Struktur sofort sehr statisch und ganz symmetrisch wird mit der offenen C-Linie und dann diesem D4, D5 Block. Aber als Slavisch-Spieler kann ich durchaus sagen, aus der schwarzen Perspektive sehe ich das gar nicht so gerne, weil es hat so ein bisschen Gift und man hat als Weißer aufgrund dieses Mehrtempos einen ganz leichten, aber anhaltenden Vorteil. Und es ist, also ich spiele nicht gerne dagegen, obwohl es objektiv gar nicht so toll ist für Weiß. Und wir werden auch in dieser Partie sehen, dass selbst diese statischen, symmetrischen Stellungen durchaus explodieren können und sehr, sehr viel Spiel beinhalten.
Springer C6, E3, Läufer F5, Turm C1. Soweit sieht das erstmal alles total statisch und symmetrisch aus. E6, Dame B3. Jetzt kommt eine erste kleine taktische Drohung, wenn man so will, denn es liegt Dame schlecht B7 in der Luft. Die Maschine zeigt es schon an. Und das sollte Schwarz verhindern. Das macht Yu Yang Yi mit Läufer B4. Und Weiß stellt sofort eine neue Drohung auf. Läufer B5 fesselt den Springer auf C6. Und ihr seht auch schon, ist am roten Pfeil. Wenn Schwarz jetzt nichts macht, dann könnte Weiß einfach diesen Läufer rausnehmen. Es hängt also eine Figur bei Schwarz. Schwarz rochiert und entfesselt damit seinen Springer. Läufer schlecht C6. Jetzt darf Schwarz natürlich nicht auf C6 zurücknehmen, weil dann hängt wieder der Läufer auf B4. Insofern muss er einmal zwischentauschen mit Schach. Insofern muss Weiß zurücknehmen und jetzt B schlecht C. Und das ist ja ein ganz typisches Strategem. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist an dieser Stelle. Ich weiß nicht, warum mir solche Wörter als erste einfallen. Ein ganz typisches Motiv im slawischen Abtausch, dass Weiß auf C6 tauscht und diesen rückständigen Bauern auf C6 schafft, den man dann womöglich mal zum Ziel macht, den belagert und vielleicht sogar auch erobert. Wenn ihr jetzt denkt, ja, kann man ihn nicht einfach direkt wegnehmen? Nein, kann man nicht, weil das würde dann sofort verlieren. Das ginge nach hinten los. Dann käme Turm C8 und ups, da hängt dann plötzlich was und Schwarz gewinnt. Aber Weiß kann natürlich ganz zufrieden sein damit, dass der da steht und dann hat man erstmal ein Ziel. Springer E2 entwickelt sich weiter und jetzt liegt dieses Dame schlecht C6 schon eher in der Luft. Insofern muss Schwarz jetzt was Konkretes machen und entscheidet sich für Dame B6. Sozusagen mit einem Gegenangriff auf B2. Jetzt ist es wieder nicht so gut, auf C6 rauszunehmen, denn jetzt würde Schwarz auf B2 nehmen und hat Weiß dann gleich eine ganze Reihe von Problemen. Ich habe sie schon rot markiert. Es hängt konkret der Bauer auf A2 und vor allen Dingen der König kann hier nicht so gut rausrochieren, weil dann hängt der Springer auf E2. Insofern kann man sich hier auch richtig so schlecht rausbewegen und die Stellung wäre für Schwarz sehr in Ordnung. Mit anderen Worten, auf C6 rausnehmen ist immer noch keine Option, aber das ist ja auch gar nicht schlimm aus weißer Perspektive, denn man hat diesen rückständigen Bauern hier stehen, kann so ein bisschen gegen den drücken und der läuft ja nicht weg. Anstatt zu rochieren, entscheidet sich Kovalenko hier für das sehr interessante F3. F3, was gleich mit mehreren Ideen verbunden ist. Die eine ist, der König soll künstlich rochieren, der soll nach F2 gehen. Das ist ein Gedanke dahinter. Ein anderer, und auch der ist typisch in diesen slawischen Abtauschstellungen, ist Bauernsturm. G4, H4 und so weiter und sich am Königsflügel ausbreiten und dem Läufer F5 auf die Pelle zu rücken und dem zu sagen, ja, du hast nicht so richtig viel Platz und wo willst du dich denn überhaupt verstecken? Das steckt dahinter und das gibt Weiß halt diesen leichten anhaltenden Druck. Die Stellung ist nicht völlig ausgeglichen, sondern Weiß hat hier durchaus ein bisschen was. Also Schwarz kann nicht so richtig zufrieden sein mit dem Ergebnis der Eröffnung. Er spielt hier Turm FC8, kümmert sich um seinen C6, will vielleicht auch mal C5 spielen. Was natürlich jetzt konkret noch nicht geht, jetzt würde der rausgeknipst, aber im Prinzip. Und Igor Kovalenko beschließt, ja, mein Läufer auf der Diagonalen H2, B8, der hat da zwar eine schöne offene Diagonale, aber der strahlt mehr ins Leere und ich finde den auf dieser Diagonalen A3, F8 wertvoller, wo er unter anderem das schöne Feld C5 kontrolliert und sich da vielleicht auch mal einpflanzt. Yu Yang Yi spielt Springer D7, nimmt den Kampf um diese beiden Felder auf und Kovalenko setzt fort mit König F2 die künstliche Rochade. A5. Und hier unterläuft Kovalenko wahrscheinlich eine kleine Ungenauigkeit. Denn sein Plan, diese Expansion am Königsflügel, die sollte er hier, den sollte er direkt ausführen. Macht er auch, aber er sollte das anders ausführen, als er es gemacht hat. Denn hier G4 ist einfach und stark. G4, Läufer G6, H4 und dann droht schon H5 und der Läufer wäre weg. Insofern muss Schwarz hier mehr oder weniger so eine kleine Lockerungsübung machen. Dann spielen wir Springer F4, befragen den erneut. Und es liegt G5 in der Stellung, dass das hier aufreißt. Und plötzlich können sich beide Türme auch hierüber bewegen. Wenn hier Sachen aufgehen, dann kann das ganz schnell brenzlig werden für Schwarz. Weiß hätte hier eine spürbare Initiative. So sollte er das spielen. Und das hatte er wahrscheinlich auch geplant.
Aber in dieser Schnellpartie, ne, es ist eine 10-Minuten-Partie mit 2 Sekunden Increment, zog er erst H4. Und ganz sicher mit dem Gedanken, und als nächstes spiele ich G4 und dann genau das, was ich eben gezeigt habe. Die Sache hat nur einen taktischen Haken. Julian G. spielt Dame D8 und hier stellt der Kovalenko wahrscheinlich fest, ups, ich kann gar nicht G4 spielen. Denn das wäre jetzt nicht gut, wenn Weiß jetzt G4 macht. Dann hat Schwarz das überraschende Läuferschlecht G4. Und den wiederum kann man schlecht zurücknehmen, denn dann kommt Springer F6 und es brennt bei Weiß. Es hängt ganz konkret der Läufer D6 und es droht aber auch Springer E4. Und hier hängen auch noch zwei Leute rum, ganz nebenbei hängt auch noch G4. Und plötzlich steht der weiße König sehr exponiert, Schwarz kriegt Material zurück. Und Weiß ist schon am Rande des Verlusts. Also G4 wäre zwar wünschenswert, aber wegen des sehr schönen Läuferschlecht G4 nebst Springer F6 funktioniert es nicht. Das wird Kovalenko an dieser Stelle gemerkt haben und spielt darum. Man sieht auch, er hat dann hier 2 Minuten reingesteckt, da fiel ihm auf, geht gar nicht, was ich geplant habe. Und spielt dann Springer F4, was natürlich weiter ins Auge fasst, bei nächster Gelegenheit G4 zu spielen und es auch vorzubereiten, sodass das geht. H6. Er macht jetzt seinem Läufer erstmal einen freien Raum, sodass der sich, wenn irgendwann G4 kommt, nach H7 zurückziehen kann. Und es ist hier wieder die gleiche Geschichte. G4 geht noch nicht, wegen Läufer G4, FG, Springer F6. Und es droht Springer E4 Schach und es hängt der Läufer auf D6. Und Schwarz steht schon fast auf Gewinn. Insofern macht Kovalenko hier erstmal Dame A3. Das deckt den Läufer auf D6 und jetzt liegt G4 in der Luft, weil ja nach Springer F6 nicht mehr der Läufer D6 hängen würde. Darum zieht sich Yu Yang-Gi auf nach H7 zurück, da hatte er sich ja dieses Luftloch vorbereitet und Weiß breitet sich weiter aus. Und man beachtet, dass dieser Springer F4 auch sehr schön mit dem Vorstoß G5 zusammenhängt, denn wenn Schwarz dann alles geschlossen halten will, am Königsflügel H5 geht halt schlecht, weil der Springer nimmt den dann immer weg. Ne? Also G5 liegt in der Luft mit Öffnung des Königsflügels und Spiel gegen den schwarzen König. Schwarz spielt Springer B6, sucht Gegenspiel und hat hier Springer C4 ins Auge gefasst. Ne? Auch wieder mit so einer Gabelidee. Darum erstmal Läufer E7, die Dame angreifen. Und hier wäre G5 interessant und es würde ja auch in den Plan passen. Wahrscheinlich hat es Igor Kovalenko verworfen, weil Schwarz hier den Zwischenzug Springer C4 hat. Und dann hat es die schwarze, weiße Dame relativ schwierig, den Läufer gedeckt zu halten. Wenn man hier jetzt weggeht, dann kriegt Schwarz gutes Gegenspiel gegen den Punkt B2. Man kann nicht richtig gut B3 spielen, weil dann hängt sie ja an allen Ecken und Enden und Weiß hat mehr Probleme, als er lösen kann. Aber es wäre hier ganz interessant gewesen, einfach eine Qualität zu geben und weiter im Takt zu machen. Springer rausknipsen und dann auf H6 rausnehmen. Und man hat mehr als genug Kompensation für die Qualität, die man gegeben hat. Einfach weil der schwarze König hier jetzt wirklich in Schwierigkeiten steckt und die weißen Figuren schon bereitstehen, über den herzufallen. Das wäre sehr, sehr interessant gewesen. Aber man kann natürlich argumentieren, und das ist das, was Kovalenko hier macht, habe ich gar nicht nötig, mich auf die Sache hier zu verkomplizieren und mich darauf einzulassen, weil ich stehe ja auch so angenehm. Ne? Schwarz hat noch nicht so richtig Spiel und Ziele und steht einfach nur, während halt für Weiß immer in der Luft liegt, hier weiter voranzumarschieren. Das läuft ja nicht weg und darum muss man es gar nicht komplizierter als nötig machen sozusagen. Und Kovalenko spielt hier erstmal Läufer C5 und seine Idee G5 zu spielen, die bleibt in der Stellung. Aber das gibt Schwarz die Gelegenheit, seinerseits nach Gegenspiel Ausschau zu halten und nach Dame C3. Das ist die Stellung, mit der das Video angefangen hat. Droht zwar sehr, sehr stark B3 und der Springer C4 hat plötzlich kein Feld mehr. Aber wenn man hier als Schwarzer A4 macht, dann ist erstmal alles gut. Also direkt G5 bringt dann noch nicht so viel, weil Schwarz kriegt dann zeitig Gegenspiel. Schwarz geht dann
den B2-Bauern los. Und wenn man B3 spielt, A schlecht B, dann wird plötzlich der A-Turm sehr, sehr lebendig. Schwarz hat hier ausreichend Gegenspiel und die Stellung ist etwa im Gleichgewicht. Also G5 ist vielleicht sogar ein bisschen verfrüht an dieser Stelle. Insofern A4 war hier absolute Pflicht und Schwarz bleibt okay in der Partie. Yu Yang-Gi hat auch gespürt, dass er hier was machen muss, dass er, ne, dass halt dieses G5 und so weiter in der Luft liegt und wenn er nichts macht, dann kommt es irgendwann unter günstigen Umständen für Weiß. Er trifft hier aber die falsche Entscheidung. Er macht was, aber er macht E5, was verständlich aussieht. Ne, dann soll die Dame auf der E-Linie wirken. Dieses hier könnte zum Beispiel mal ein Ziel sein, aber ihr seht schon, es gibt zur Strafe ein Fragezeichen von der Maschine. Es geht nicht so richtig gut aus. D schlecht E, Springer schlecht E5 und jetzt kommt G5. Und hier ist G5 sehr, sehr günstig, denn diese Motive mit Gegenspiel gegen B2, die gibt es nicht mehr. Es gibt gar kein Gegenspiel. Es ist nicht so klar, was Schwarz hier machen soll. Und entscheidet sich hier für H5, um den Laden geschlossen zu halten. Mit dem Gedanken, wenn Weiß den jetzt nimmt, habe ich ja Springer D3 Schach. Auch hier gilt wieder, könnte Weiß trotzdem gut machen und die Qualität geben. Und angesichts seines Vormarsches hier am Königsflügel hat er mehr als genug Spiel dafür. Aber Kovalenko entscheidet sich dagegen. Er will gar nicht verkomplizieren. Er steht ja auch so gut und spielt hier Turm HG1 und nimmt sich erstmal die G-Linie. Und ja, es gibt jetzt hier ein kleines Fragezeichen, weil die Maschine hätte hier andere Sachen lieber gesehen. Die hätte lieber auf H5 genommen und sagt, das ist gut. Findet auch Läufer D4 hier sehr, sehr stark. Aber Turm HG1 hält durchaus Vorteil fest. Und ne, in diesen Schnellpartien sieht man ja auch, geht man ja auch sehr häufig auf konkrete Ideen. Und dieser hier, der liegt auch ein wenig in der Luft. Das wird ein Gedanke hinter Turm HG1 gewesen sein. Und Yu Yang-Gi blockiert das erstmal und jetzt kommt dieses Läufer D4, was die Maschine schon einen Zug vorher sehen sollte. Der ist natürlich sehr, sehr stark und bereitet Schwarz Probleme, denn jetzt drückt es hier gegen G7 und der E5 hängt. Was tun? Yu Yang-Gi spielt Springer C4 und will auf diese Weise seinen E5 rechtfertigen, denn er hat jetzt Gegenspiel gegen den E3-Punkt. Also wenn Weiß jetzt... Huch, jetzt habe ich aus Versehen Zug reingegeben, das wollte ich gar nicht. Den machen wir wieder weg. Wenn jetzt Weiß auf G7 rausnimmt, ne, dann kommt Dame schlecht E3. Dann gibt man hier die Figur zurück. Und ja, Weiß würde dann wahrscheinlich seinen Läufer retten, den nach F6 stellen oder so. Und dann würde sich der schwarze Springer zurückziehen. Der hat dann hier auch ein Ziel gefunden. Und wenn wir durchzählen, 5 gegen 5, Weiß steht sicher besser, weil die schwarze Königsstellung ein wenig bedenklich ist, weil Weiß mehr Aktivität hat, mehr Ziele hat. Ja. Aber Schwarz lebt erstmal noch. So wäre das spielbar gewesen, aber nicht so richtig gut. Stärker ist, was Kovalenko macht. Er hält diese Drohung auf G7 einzuschlagen in der Partie und befragt erstmal den Springer. Das ist sehr, sehr schlau. Wenn der jetzt zurückgeht, dann würde es einfach auf G7 einschlagen und Schwarz bekommt nichts davon. Und dieses Maschinenfragezeichen, was da gerade aufploppte, das ignorieren wir mal, weil das war wirklich ein guter Zug. Der Springer kann nicht zurückziehen, weil dann nimmt Weiß einfach auf G7 und Schwarz kriegt nichts dafür. Insofern muss Schwarz hier versuchen, das Ganze taktisch aufzulösen und C5 zu spielen. Und das funktioniert auch in dem Sinne, dass die unmittelbaren Drohungen gegen den Königsflügel aus der Partie verschwinden, aber es mündet dann in ein Endspiel, das nicht so richtig schön für Schwarz ist. Läufer schlecht G7, Schwarz gibt dann wieder auf E3 die Figur zurück, König E3, Schwarz nimmt auf G7, das Problem an der Sache am Ende hängt auf D5 noch einer. Und wenn wir jetzt durchzählen, hat Weiß einen Bauern mehr. Und insofern Anlass, dieses Endspiel auf Gewinn weiterzuspielen. A4. Schwarz wird versuchen, hier am Königsflügel Gegenspiel zu bekommen, idealerweise auch alles aufzulösen, denn er hat hier ja schließlich auch noch eine Schwäche stehen, gegen die Weiß drückt, und dann zu hoffen, dass er das mit 3 gegen 2 Remis halten kann. Kovalenko deckt erstmal B3, AB, AB, Turm A3, hier findet er jetzt den B3-Bauern als Ziel und begeht aber hier sozusagen seinen zweiten Fehler der Partie, nämlich
er geht jetzt in aller Konsequenz auf diesen B3 los. Und das ist das falsche Ziel, wie ich in die Kommentarspalte geschrieben habe. Die beste Verteidigung an dieser Stelle ist Turm D8. Turm D8 mit der Idee, wenn dann der angegriffene Springer zieht, dann spielt man Turm D4 und geht gegen den H4. Und das würde Schwarz, ich meine, ihr seht, wie aktiv die schwarzen Figuren sind. Der hängt und in dem Moment, wo der weg ist, hat Schwarz dann auch selbst einen Freibauern, der im Gegenspiel gibt. So hätte Schwarz versuchen sollen, in der Partie zu bleiben und hätte auch ganz okay Remis-Chancen. Yu Yang Yi geht stattdessen gegen den B3 und will es hier auflösen in ein Endspiel, halt 3 gegen 2 am Königsflügel, was ja auch häufig Remis-trächtig ist. Aber in dieser Konstellation, wie wir gleich sehen werden, ist es schwierig. Erstmal König F4, sehr, sehr stark. König F4 hat die Idee, gar kein Spiel gegen den H4 mehr zuzulassen, weil der König den jetzt erstmal deckt, solange Schwarz noch Türme auf dem Brett rumstehen hat. Spielt jetzt Turm B5, Springer F6, pflanzt sich da ein, Turm B4, König G3 und jetzt kommt das, worauf es früher oder später hinauslaufen musste. Jetzt lösen sich diese ganzen Bauern am Damenflügel auf und wir sehen, dass das für Schwarz alles andere als ein einfaches Endspiel ist, das sich hier ergeben hat. Häufig ist 3 gegen 2 Remis-lastig, aber hier hat Schwarz ganz konkrete Probleme und ich habe euch das größte Problem schon eingezeichnet. Das besteht darin, dass man als Weißer Turm C8 droht und wenn man den gespielt hat, dann kommt Turm G8 mit Matt. Und dagegen muss sich Schwarz an dieser Stelle verteidigen. Außerdem ist der H5 natürlich weiterhin ein Ziel für Weiß. Es liegen auch immer mal F4, F5 Sachen in der Luft. Idealerweise ist er dann auch noch gedeckt auf F5. Der Läufer muss ziehen, dann fällt der H5 um. Solche Sachen sind da auch noch. Also extrem schwieriges Endspiel für Schwarz. Und hier unser Freund Maschine, der schon wieder 100.000 Züge vorausrechnet, kann auch schon sehen, dass das nicht zu halten ist gegen bestes weißes Spiel. Turm B8. Turm E5. Jetzt liegt, das ist hier ein Maschinenkommentar, aber der ist durchaus richtig, es liegt Turm E8 in der Luft, denn das ist für Weiß erstrebenswert, die Türme aus der Stellung zu nehmen, was man gar nicht glaubt, weil man könnte ja denken, mit jedem Abtausch werden die schwarzen Probleme kleiner, aber Türme tauschen, den Springer wieder auf F6 einpflanzen, den König nach E5 fahren, dann F4, F5 durchdrücken und das Endspiel gewinnen. Also dieses Endspiel ohne Türme ist sehr, sehr schwierig. Das ist durchaus eine Drohung und man könnte auch hier als Weißer darüber nachdenken, Turm E8 zu spielen. Aber auch sowas läuft nicht weg. Man kann das ja auch noch mit anderen Drohungen kombinieren. F4 und es liegt F5 in der Luft. Maschine gibt wieder ein Fragezeichen, aber gleich rechnet sie so tief, dass sie sieht, es macht gar keinen Unterschied, dass der Zug gar nicht so schlecht ist. Im Gegenteil, er macht nichts kaputt. Schwarz findet einen Schach, Turm A2, König F3, Turm A3, Turm E3. Ja, und es ist halt hier, guter Rat teuer. Ne, wenn man hier Turm A8 spielt, um wieder die Grundreihe zu decken, und dieses Turm E8 zu verhindern, dann kommt halt dieses Turm E8, ich hatte es schon angedeutet, und dieses Endspiel ist gewonnen für Weiß. Auch wenn es noch gar nicht so einfach aussieht, aber es droht F5, dann fällt der H5 um, dann hat man als Weißer einen Freibauern und mit dem gedeckt, der geht gedeckt vom Springer bis H7, der König kann helfen. Dieses Endspiel ist nicht zu halten für Schwarz. Wir wollen es uns nicht im Detail angucken. Man hätte hier noch eine Verteidigungsidee, Turm A6 mit dem Gedanken, Weiß kann dann nicht Turm E8 spielen, weil dann knipst man den hier raus und hat dann zwar eine Qualität weniger, aber jetzt hilft der Läufer ungemein. Man kommt jetzt nicht zu F5 als Weißer und die Bauern sind alle gedeckt und hier kommt man wahrscheinlich als Weißer nicht weiter und das Endspiel ist nicht zu gewinnen. Aber wenn das so, wenn Schwarz sich mit Turm A6 verteidigt, dann spielt man nicht Turm E8, dann macht man als Weißer schlau Turm E5. Was wieder mit der Drohung Turm F5 verteidigt ist. Und hier funktioniert das Qualitätsopfer nicht. Dieses Endspiel, Turm G5, früher oder später kommt F5, der H5 lässt sich nicht auf Dauer verteidigen. Mit dem Turm auf G5 eingepflanzt, ist das Endspiel tatsächlich für Schwarz verloren. Aber es wäre halt noch eine Idee, Turm A6 und so die letzte Falle, wenn du jetzt Turm E8 spielst, was natürlich erstrebenswert ist, dann kann ich Remis erzwingen. Das wäre noch eine Idee gewesen. Yu Yang Yi
tauscht sofort die Türme und stellt dann aber an dieser Stelle fest, das Endspiel ist total verloren und gab sich geschlagen. Denn ich habe den Plan schon eingezeichnet, Weiß spielt jetzt König FD4, König E5 und spielt dann F5, dann fällt der H5 um und dann sind es 3 gegen 1 und die laufen durch und da ist nichts mehr zu machen. Und das wollte sich Yu Yang-Gi dann nicht mehr zeigen lassen und hat dann an dieser Stelle aufgegeben. Ja, und Igor Kovalenko, der unter der Erde im Donbass sitzt, an seinem Handy, hatte die chinesische Nummer 2 geschlagen in diesem Turnier, in dem er auch Kramnik geschlagen hat, in dem er sich auch qualifiziert hat für die, ich glaube, für die dritte Division, und so im Konzert der Spitzengroßmeister auch unter schwierigen Umständen weiterspielen konnte. Er sagt auch, ich will so schachlich so ein bisschen die Maschine am Laufen halten und ich will sehen, dass ich weiterhin ein Top 100 Großmeister bin. Und insofern will er das nicht ganz aufgeben und nutzt darum diese Gelegenheit, sich so ein bisschen von seinem Schlaf, den er hat, ein wenig abzusparen, um weiter Schach zu spielen auf chess.com, diese sehr, sehr starken Turniere. Und, ein Beispiel davon, was er so macht, während er da mit seinem Handy sitzt in Donbass, das haben wir heute gesehen. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend und ich fand auch seine Aussagen, seine Beschreibungen der Umstände, unter denen er da lebt, sehr, sehr beeindruckend. Die habe ich ziemlich gefesselt gelesen. Das war schon gut. Ihr lest das demnächst auch. Das kommt heute oder morgen auf schachbundesliga.de. Jetzt erstmal die Partie und da wird dann dieses Video eingebunden sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut.